zur Rechenschaft zu. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat heute Anklage gegen den jugoslawischen Staatschef Milosevic erhoben. Ihm werden Vertreibung und Mord im Kosovo vorgeworfen. Es gebe glaubwürdige Belege, erklärte Chefanklägerin, aber einen Haftbefehl sei schon ausgestellt. Außer Milosevic sollen sich weitere vier führende serbische Politiker vor Gericht verantworten, unter ihnen Serbiens Präsident Milutinovic. Das Haager UN-Tribunal war vor 6 Jahren eingerichtet worden, um Kriegsverbrecher aus dem früheren Staatsgebiet von Jugoslawien zur Rechenschaft zu ziehen. Das hat es im Völkerrecht noch nie gegeben. Erstmals ist ein amtierender Staatschef von einem internationalen Tribunal angeklagt worden. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der Vorwurf. Vorgebracht von der Chefanklägerin Arbor, eingesetzt von den Vereinten Nationen mit Billigung Russlands und Chinas. Das Tribunal glaubt, genügend überzeugende Belege gesammelt zu haben, um eine Verurteilung erreichen zu können. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter organisierter Mord, systematischer Vertreibung und anderer Kriegsverbrechen. Verurteilt werden können die 5 nur, wenn sie persönlich vor das Kriegsverbrechertribunal gebracht werden. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen sind nun aufgerufen, die 5 zu verhaften und nach Den Haag zu überstellen. NATO-Sprecher Shea verweist in diesem Zusammenhang auf das Schicksal des flüchtigen Serbenführers Karadzic. Der ist heute ein gejagter Mann. Das sollte für alle diejenigen, die in Den Haag angeklagt sind, eine Lehre sein. Die Anklage, so ist allenthalben zu hören, sei ein Rückschlag für alle diejenigen, die, wie diese Demonstranten heute vor dem NATO-Hauptquartier, eine schnelle Friedenslösung mit der Unterschrift des jugoslawischen Präsidenten Milosevic erreichen wollen. Ein diplomatischer Deal, etwa die Zusicherung von Straffreiheit, sei nunmehr so gut wie ausgeschlossen. Zwar gilt auch für Milosevic bis zum Urteil die Unschuldsvermutung, er könnte einen Friedensvertrag verbindlich unterschreiben, aber... Die Frage ist dann, was wird das Schicksal eines derartigen Abkommens sein? Und vor allem, auf welches Abkommen wird sich Milosevic einlassen, wenn er von vornherein disqualifiziert ist als Verhandlungspartner in der Zukunft? Die Haager Anklage kommt just an dem Tag, an dem die Unterhändler aus Finnland und Russland, Ahtisaari und Tschernomyrdin in Belgrad, den Durchbruch schaffen sollten. An dem Tag, an dem es erstmals Hinweise auf einen baldigen Einsatz von 90.000 US-Soldaten im Kosovo gibt. Noch dementieren die NATO-Sprecher. Intern heißt es aber, wenn schon Bodenkrieg, dann schnell. Er müsse vor Wintereinbruch beendet sein. Die USA reagierten positiv auf die Anklage gegen Milosevic. Dies werde dem serbischen Volk klar machen, wer für den Kosovo-Konflikt verantwortlich ist, sagte Präsident Clinton. Dagegen befürchten China und Russland, dass die diplomatischen Bemühungen schwieriger werden. Gleichwohl hält der russische Sondergesandte Tschernomyrdin an seiner geplanten Reise nach Belgrad fest. Er sprach heute in Moskau noch einmal mit US-Vermittler Talbot und EU-Unterhändler Ahtisaari, der anschließend in Bonn Bundeskanzler Schröder traf. Ernste Minen heute Abend beim Treffen des finnischen Präsidenten und EU-Jugoslawien-Vermittlers Martti Ahtisaari und Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ahtisaari hatte 2 Tage in Moskau mit dem russischen Jugoslawien-Beauftragten Tschernomyrdin und dem amerikanischen Vizepräsidenten Talbot über eine politische Lösung des Kosovo-Konflikts verhandelt. Offensichtlich gab es dabei Fortschritte in einer Reihe von Einzelfragen. Doch die heutige Entscheidung des Kriegsverbrechertribunals in Den Haag hat die Situation für politische Verhandlungen, so ist intern aus der Bundesregierung zu hören, erheblich erschwert. Der Kanzler machte klar, dass er trotzdem weiterhin auf die Vermittlungsaktion des finnischen Präsidenten setzt. Was immer der Präsident für nötig hält in dieser Frage, das hat meine Unterstützung, weil ich einfach Vertrauen in sein politisches Gespür und seine diplomatische Professionalität habe. Und gelegentlich gibt es Ziele, deren Erreichung, nämlich Frieden herzustellen in Europa, hinter deren Erreichung andere Gesichtspunkte zurückstehen müssen. Ahtisaari betonte, die Bemühungen um eine politische Lösung würden keinesfalls beendet und er kündigte an, der russische Jugoslawien-Beauftragte Tschernomyrdin werde morgen zu weiteren Gesprächen nach Belgrad reisen.
Entgegen ursprünglicher Planungen wird heute Abend Kanzler Schröder nun doch noch zu einem Treffen mit anderen westeuropäischen Regierungschefs nach Paris reisen. Die EU hofft weiter auf eine politische Lösung. Die jugoslawische Regierung verurteilte die Anklage gegen Milosevic als politisches Manöver, das für Belgrad bedeutungslos sei. Man erkenne das Tribunal nicht an. Mit der Anklage wolle die NATO, so Belgrad, lediglich die eigenen Verbrechen in Jugoslawien vertuschen. Der jetzt als Kriegsverbrecher gesuchte jugoslawische Präsident empfing heute einen orthodoxen Freund. Der ehemalige griechische Premierminister Mitsotakis machte in Belgrad seine Aufwartung. Zur Anklageerhebung in Den Haag ließ Milosevic seine zweite Garde Stellung nehmen. Das ist doch nur Propaganda. Das Haager Tribunal ist doch ein privater politischer Gerichtshof von Madeleine Albright, James Rubin und Wesley Clark. Auch in den letzten 24 Stunden hat die NATO die Zahl ihrer Bombenangriffe auf Serbien erneut erhöht. Diesmal wurden 308 Angriffe geflogen. Allein 53 Bomben fielen auf die Stadt Belgrad und ihre Vororte. In Rakovica wurde diese Motorenfabrik zerstört. Beschossen wurden auch das Handelsministerium in Neubelgrad, der Militärflughafen von Batajnica sowie weitere Ziele in Mittel- und Südserbien. Seit gestern Abend ist die Berichterstattung über die NATO-Angriffe eingeschränkt. Bilder von getöteten Zivilisten und verwüsteten Wohnhäusern durch fehlgeleitete NATO-Bomben werden künftig nicht mehr zu sehen sein. Auf Druck der NATO-Länder wurden die Sendungen des serbischen Fernsehens über Satellit vom Europäischen Satellitenkonsortium eingestellt. Der Flüchtlingsstrom aus dem Kosovo nach Mazedonien ist fast versiegt. Nachdem Anfang der Woche etwa 30.000 Flüchtlinge in Blace eingetroffen waren, schlossen die Serben gestern erneut die Grenze. Augenzeugen berichteten, dass sich noch Tausende Vertriebene im Grenzgebiet aufhielten. Unklar ist, was mit diesen Menschen nach der Schließung der Übergänge geschehen ist. Der Grenzkonflikt zwischen Pakistan und Indien um Kaschmir spitzt sich gefährlich zu. Die pakistanische Armee schoss heute nach eigenen Angaben 2 indische Kampfflugzeuge ab. Sie seien in den pakistanischen Luftraum eingedrungen, hieß es in Islamabad. Neu-Delhi bestreitet die Grenzverletzung, gibt aber den Abschuss einer Maschine zu. Die indische Luftwaffe hatte gestern Stellungen muslimischer Rebellen in Kaschmir beschossen. Die Kämpfer werden nach indischer Überzeugung vom Nachbarland unterstützt. Die indischen Luftangriffe richten sich gegen die Region um Kargil. Dort sollen sich mehrere hundert Untergrundkämpfer versteckt halten. Seit gestern beschießt Indien das Gebiet mit Kampfflugzeugen und Hubschraubern. Außerdem wurden die Bodentruppen der indischen Armee verstärkt. Die Bewohner von Kargil mussten ihre Häuser verlassen. Niemand weiß genau, wie viele Flüchtlinge es sind. Kämpfe um die kaschmirische Grenze kennen sie alle. Der Konflikt dauert bereits seit der Teilung des Subkontinents 1947. Diesmal konnten wir gerade unser Leben retten, sagt dieser Kaschmiri. Wir mussten alles zurücklassen. Die Pakistanis sagen, es sei ihr Land. Und die Inder behaupten, es gehöre ihnen. Wir wissen überhaupt nicht, ob wir nun Inder oder Pakistanis sind. In Srinagar, der Bundeshauptstadt des indischen Unionsstaates Jammu und Kaschmir, wurde der Flughafen für den zivilen Verkehr gesperrt. Nur noch Militärmaschinen dürfen dort starten und landen. Und aus Indiens Hauptstadt Neu-Delhi kamen heute weiter kämpferische Töne. Wir werden weitermachen, mit Luftangriffen und mit Bodentruppen, so lange, bis wir die Söldner aus unserem Gebiet vertrieben haben. Trotz der internationalen Friedensaufrufe sieht es weiter nach einer Eskalation in Kaschmir aus. Die Situation zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan ist zum Zerreißen gespannt. Über den Zwischenfall im israelischen Generalkonsulat, bei dem im Februar in Berlin mehrere Kurden starben, ist ein Videoband aufgetaucht. Eine Gruppe von Demonstranten hatten nach der Verhaftung von PKK-Chef Öcalan das Konsulat angegriffen. Nach israelischer Darstellung mussten dabei Wachleute in Notwehr auf die Kurden schießen. Dem SFB-Fernsehmagazin Kontraste liegen nun aber Dokumente vor, die widerlegten, dass israelische Sicherheitsleute außerhalb des Gebäudes ausschließlich in Notwehr gehandelt haben. Was im Konsulat geschah, ist bis heute fraglich. Anders die Situation draußen. Kontraste liegen Videoaufnahmen der Bereitschaftspolizei vor. Sie nähren Zweifel an der Notwehrthese. Keine 200 Kurden stehen vor dem Eingang, sondern etwa 20. Zwei Kurden hantieren mit Ästen. Äxte oder Eisenstangen, wie die Polizei behauptet, sind bei den Menschen auf der Treppe nicht zu sehen. Später wird auch die Spurensicherung derartige Waffen nicht finden. Die meisten Kurden verharren mit dem Rücken zum Eingang. Was geschieht?
Das Gartentor ist geschlossen. Der Kameramann blickt direkt in die Gruppe auf der Treppe. Anzeichen für einen Sturm in das Gebäude hinein, wie von den Israelis und der Staatsanwaltschaft behauptet, sind hier nicht zu erkennen. Der Kameramann geht nach links, Sekunden später fallen Schüsse in die Menge. Mindestens 11 Kugeln werden in diesem Augenblick abgefeuert. Menschen brechen zusammen, vermutlich 3 Kurden sterben durch diese Schüsse. Kurdische Zeugen behaupten, die Konsulatsbeamten wären an die Tür gekommen und hätten ohne Warnung geschossen. Kontraste liegen schriftliche Aussagen von Polizeibeamten vor. Sie untermauern diese Darstellung. Israel besteht bis heute darauf, es sei nur einmal nach draußen geschossen worden, und zwar als Warnschuss in die Luft. Mehr zu dem Thema im Fernsehmagazin Kontraste um 21 Uhr in der ARD. Der Schatzmeister der FDP, Solms, will auf dem morgen beginnenden Parteitag in Bremen nicht wieder kandidieren. Zur Begründung sagte er, 12 Jahre in dieser Position seien genug. Solms war vor allem wegen der fehlerhaften Beantragung von Parteigeldern in die Kritik. Die Folge wird voraussichtlich in einer Kampfabstimmung entschieden. Auf einen neuen Tiefstand ist heute der Euro gefallen. Sein Kurs wurde nur noch mit 1,0473 Dollar festgestellt. Damit verteuerte sich der Dollar auf 1,8675 Mark. Kursverluste mussten auch die deutschen Aktien hinnehmen. Der DAX gab um 76 Zähler auf 5.083 Punkte nach. Nach 2,5-jähriger Bauzeit ist heute in Frankfurt am Main Deutschlands erster ICE-Flughafenbahnhof eröffnet worden. Damit ist der Rhein-Main-Airport nun direkt mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn verbunden. Mit Beginn des Sommerfahrplans am kommenden Sonntag sollen bis zu 84 ICE- und IC-Züge durch den neuen Fernbahnhof rollen. Zunächst müssen Reisende jedoch noch mit Behinderungen rechnen. Die Bauarbeiten für das 440 Millionen Mark teure Projekt sollen erst Ende des Jahres ganz abgeschlossen sein. Die Deutsche Telekom will auch nach dem gescheiterten Zusammenschluss mit der Telekom Italia weltweit wachsen. Unternehmenschef Sommer sagte heute auf der Hauptversammlung in Köln, nur durch weitere Zukäufe und Beteiligungen könne die Telekom ihre Stellung auf dem internationalen Markt ausbauen. Unterdessen erteilte der neue Eigentümer des italienischen Unternehmens Olivetti einer Fusion eine deutliche Absage. Die Deutsche Bank steigt in den TV-Kabelmarkt ein. Das Institut übernimmt von RWE und Faeber deren Kabelnetztochter Tele-Columbus. Sie ist mit 1,7 Millionen Kunden zweitgrößter Anbieter nach der Telekom. Der Kaufpreis beträgt knapp 1,5 Milliarden Mark. Die Deutsche Bank sieht den Kauf als mittelfristige Investition. Sie will sich in 3 Jahren oder bis zu 5 Jahren wieder von der Beteiligung trennen. Die Postbank hat nach einem Bericht der Tageszeitung Die Welt in den letzten beiden Jahren einen dreistelligen Millionenverlust erwirtschaftet. Das Blatt beruft sich auf interne Vorstandszahlen. Danach ergaben Kontrollen einen Betriebsverlust von insgesamt fast 0,5 Milliarde Mark. Offiziell ausgewiesen hatte die Bank Überschüsse in zweistelliger Millionenhöhe. Ein Sprecher räumte heute Ertragsprobleme ein, wollte diese aber nicht näher erläutern. Aus fast allen Hochwassergebieten werden wegen des guten Wetters sinkende Pegelstände gemeldet. In Neustadt in Niederbayern bleibt die Lage aber angespannt. Zwar konnten die Anwohner einiger Außenbezirke schon mit Aufräumarbeiten beginnen, in anderen Stadtteilen stehen die Häuser aber nach wie vor unter Wasser. Einige Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Außerdem droht ein weiterer Dammbruch. Auch in der Dreiflüsse-Stadt Passau gilt noch immer Katastrophenalarm. Die Stadtverwaltung gibt dem örtlichen Kraftwerk die Schuld für die Überflutung der Altstadt in der Nacht auf Mittwoch. Durch das Öffnen der Schleuse sei der Wasserpegel um 0,5 Meter angestiegen. Bei den French Open in Paris haben Steffi Graf und Thomas Haas heute die dritte Runde erreicht. Graf besiegte die Argentinierin Ines Gorachategui in 2 Sätzen. Haas kam zu einem Dreisatzerfolg gegen den Italiener Mosse Navarra. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 28. Mai. Das Sonnenhoch Iris bestimmt weiterhin das Wetter in großen Teilen Europas. Doch da es sich nach Osten verlagert, können die Wolken des Atlantiktiefs auch nach Deutschland vordringen. Und diese Wolken werden morgen für kräftige Gewitter sorgen. In der Nacht bleibt der Himmel noch klar. Der Freitag beginnt nach Auflösung einzelner Nebelfelder überall sonnig. Doch ab Mittag ziehen von Westen immer mehr Wolken heran. Die gewittrigen Schauer, die sie bringen, erreichen bis zum Abend auch den Osten Deutschlands. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen, in Gewitternähe starke Böen.
17 Grad heute Nacht am Rhein, an der Küste 11, sonst 13 bis 15 Grad. Morgen Temperaturen zwischen 24 und 28, in Brandenburg bis 30 Grad. Zum Wochenende wird es wieder sonniger, doch es muss immer noch mit einzelnen Wärmegewittern gerechnet werden. Auch die neue Woche beginnt sonnig und meist trocken. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach massiven Verlusten bei der Europawahl haben die Spitzen von CDU und SPD Fehler eingeräumt. SPD-Partei und Fraktionschefin Nahles kündigte am Abend im ZDF an, sie werde sich nächste Woche in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen. Großer Sieger der Europawahl sind die Grünen. Nach dem vorläufigen Ergebnis rutscht die CDU auf 22,6%, die CSU landet bei 6,3%. Die SPD sackt ab auf 15,8%, die Grünen legen deutlich zu auf 20,5%. Die Linke kommt auf 5,5%, die AfD auf 11% und die FDP auf 5,4%. Die Sozialdemokraten mussten auch bei der Bürgerschaftswahl in Bremen eine Schlappe hinnehmen. Dort löste die CDU die SPD nach Hochrechnungen als stärkste Kraft ab, nach mehr als 70 Jahren. Grüne, Linke und AfD gewannen hinzu. Die grünen Spitzenkandidaten für Europa und Bremen bei bester Laune. Blumen für zwei der neuen Europaabgeordneten. Die Euphorie ebbt auch am Tag nach der Wahl nicht ab. Zum ersten Mal Platz 2 bei einer bundesweiten Wahl. Selbstbewusst, aber nicht übermütig treten die Grünen am Morgen auf. Von einem unglaublichen Vertrauensvorschuss spricht der Parteichef. Selbstverständlich wissen wir, dass wir eine Hoffnung wecken, die erfüllt werden muss. Auch bei der Union gibt es fröhliche Momente. Wahlsieger Carsten Meyer-Heder will jetzt in Bremen ein Jamaika-Bündnis schmieden. Soweit der positive Teil des Wahltages. Doch bei der Europawahl fuhr die Union ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Die Partei habe eigene Fehler gemacht, räumt die Vorsitzende ein, auf Angriffe wie das Rezo-Video nicht gut vorbereitet, mit den eigenen Themen nicht durchgedrungen. Es ist uns auch nicht gelungen, sozusagen bei dem Thema, das am Ende die alleinige Dominanz hatte, nämlich das Thema Klimaschutz, das ganz andere Kompetenzzuweisungen etwa an die Grünen hat, dort entsprechend aus einer Offensivposition heraus diese Debatte zu führen. Die Partei will all das jetzt aufarbeiten. Manche sprechen schon von Alarmstufe Rot. Ein klares Profil müsse her. Was sind denn unsere Antworten in der Klimapolitik? Wir sind doch die Partei der Innovationskultur und nicht der Verbotskultur. Warum ist das nicht deutlich geworden im Wahlkampf? All diese Fragen müssen wir uns jetzt stellen. Auch bei der SPD ist der Druck groß, die richtigen Lehren aus der historischen Wahlschlappe zu ziehen. Die Parteichefin sagt, sie selbst spüre ihre Verantwortung, wolle diese aber auch ausfüllen. Platz 3 hinter den Grünen zum ersten Mal. Das ist für uns alle eine Zäsur. Und das wurde auch von allen heute so eingeordnet. Der Ernst der Lage ist allen vollkommen klar. Wie weiter in der GroKo? Schon am kommenden Montag will die SPD darüber diskutieren. Nächsten Montag muss klar erkennbar sein, wo die Reise jetzt hingeht, was die Halbzeitbilanz dieser Koalition, was das eigentlich sein soll, wie die abläuft, ob wir mit der Union über wesentliche Streitfragen jetzt nochmal neu verhandeln werden, gerade eben auch beim Bereich Klimaschutz. Die FDP bleibt hinter den eigenen Erwartungen zurück, profitiert nicht von den Verlusten der GroKo. Stattdessen die Erkenntnis, dass wir nicht so stark mobilisiert haben, dass wir gegenüber der Bundestagswahl, ich glaube 1,6 Millionen Menschen an das Lager der Nichtwähler jetzt abgegeben haben. Der Linken bleibt die Hoffnung auf Rot-Rot-Grün in Bremen. Da schmerzt das Europawahlergebnis etwas weniger. Wir haben ja durchaus unterschiedliche Wahlergebnisse zu verzeichnen. Wir müssen da jetzt nicht in Sack und Asche gehen. Während unten der Grünen-Chef Interviews gibt, präsentiert die AfD ihre Sicht auf die Wahl.
Die Grünen seien jetzt Hauptgegner. Die AfD selbst hat zugelegt, aber nicht so wie selber erhofft. Sicherlich war das Thema Klimapolitik und die hier verbreitete Hysterie um dieses Thema etwas, was uns nicht in die Karten gespielt hat. Die Wahlergebnisse haben Spuren hinterlassen bei den Parteien. Am Abend verlassen die Spitzen der großen Koalition nach einem Treffen mit Angela Merkel. Zur Stimmung in der großen Koalition am Tag nach der Europawahl jetzt Tina Hassel live aus Berlin. Selbstkritik und Ratlosigkeit bestimmten heute die Äußerungen der abgestraften Regierungsparteien. Nahles und Kramp-Karrenbauer räumten gravierende strategische Fehler ein. Der Ernst der Lage scheint allen klar. Nur was sich genau ändern soll, blieb heute vage. Dazu passt, dass beim Treffen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt Stillschweigen vereinbart wurde. Die künftige Strategie soll erst auf den jeweiligen Vorstandsklausuren bestimmt werden. Wie groß die Nervosität der Sozialdemokraten ist, zeigt, dass die SPD-Umweltministerin heute ihr Klimagesetzentwurf gegen den Willen des Kanzleramts zur Abstimmung an die anderen Ministerien verschickt hat. Und Andrea Nahles tritt die Flucht nach vorne an und lässt bereits nächste Woche über den Vorsitz der SPD-Fraktion abstimmen, damit ihre Kritiker in den eigenen Reihen Farbe bekennen müssen. Auch in der CDU sind Zweifel am Krisenmanagement der neuen Parteichefin laut geworden. Ein Unionspapier, das uns vorliegt, weist darauf, dass alle Verluste der Union auf das Konto der CDU gingen. Zurück zu Jens Geber. Die Ergebnisse für die AfD bei der Europawahl spalten Deutschland. Die rechtspopulistische Partei konnte vor den Landtagswahlen in drei neuen Bundesländern, vor allem in Ostdeutschland, deutliche Gewinne verbuchen. Sie wurde in Sachsen und Brandenburg jeweils stärkste Kraft, im Freistaat mit mehr als 25%. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern erreichte die AfD den zweiten Platz hinter der CDU. Mit diesem Ergebnis sieht sich die AfD in Dresden schon auf dem Weg in die Staatskanzlei. Genauso wie in Brandenburg wird hier am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Wie die AfD sich dann die Regierungsbildung vorstellt, machte sie heute deutlich. Das muss natürlich eine Regierung sein, die von der AfD dominiert wird. Und ich hoffe, dass die CDU so klug sein wird, uns sich der AfD endlich unterzuordnen, damit wir hier eine bürgerliche Politik machen können. Zum Erfolg der AfD trage auch die starke Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien bei, so Politikwissenschaftler. In Sachsen habe sich die vor allem auf dem Land seit Jahren verschärft und in einem Milieu rechts von der CDU fest verankert. In Kommunen, in Gemeinden, dort gibt es mittlerweile Vertreter der AfD, die kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Und das führt dazu, dass die AfD mittlerweile fester Bestandteil ganz bestimmter Regionen in Sachsen geworden ist. In Thüringen hat die AfD mit 22,5% knapp das Ergebnis der letzten Bundestagswahl erreicht. Hier wird im Herbst ein neuer Landtag gewählt. Thürings CDU-Chef Moring betont, dass sich der Osten gegenüber dem Westen abgehängt fühle. Das liege auch an der Politik in Berlin. Die Leute spüren, dass der Staat nicht mehr in der Lage ist, seine Versprechen zu halten. Das geht bei der Frage des Sicherheitsversprechens los, bei der Frage des Wohlstandsversprechens geht das weiter. Und da passt was nicht zusammen. Und da gibt es einen Zulauf bei den Randparteien. Und das haben wir bei der Europawahl ziemlich deutlich gesehen. In Sachsen zumindest, so erste Analysen, könnte die AfD absehbar den Charakter einer Volkspartei erreichen. Die Europawahl hatte auch die Mehrheitsverhältnisse im EU-Parlament grundlegend verändert. Die bislang größten Blöcke, die konservative EVP und die Sozialdemokraten, verloren ihre Mehrheit. Zur Wahl eines neuen Kommissionspräsidenten brauchen sie Partner. Zugewinne verzeichneten die Grünen. Das gilt auch für die Rechtspopulisten, allerdings in geringerem Umfang als erwartet. Die Wahlbeteiligung war mit knapp 51% so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das Willkommensdorf im Europaparlament ist bereits arbeitsfähig. Dort, wo sich die frisch gewählten Abgeordneten registrieren lassen können, ist heute Nachmittag aber noch wenig los. Anders am frühen Morgen im Plenarsaal. Zufriedene Grüne mit ihrer Spitzenkandidatin Ska Keller. Glückwünsche von einer weiteren Gewinnerin, Margrethe Vestager, die für die Liberalen angetreten ist. Ohne diese beiden Parteien sind Mehrheiten im Parlament kaum möglich. Es ist wirklich beeindruckend. Den Grünen hatte man ja nicht vorhergesagt, so gut abzuschneiden. Aber es hat funktioniert, eine positive Vision für die Europäische Union aufzuzeigen.
Der Jubel um EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber vor der Wahlparty in Brüssel wirkte reichlich inszeniert angesichts der gravierenden Verluste. Was uns angeht, fühle ich mich nicht als der große Gewinner. Ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass wir die stärkste Parteifamilie stellen. Das war unser Ziel. Aber wir sind offen für Beteiligungen mit allen anderen. Und die braucht er auch, um überhaupt weiter Chancen auf den Posten als EU-Kommissionspräsident zu haben. Doch wer kann künftig mit wem? Der Sozialdemokrat Franz Timmermans grenzte sich nach der Wahl von Weber ab. Wann immer ich Weber oder die EVP von Stabilität reden höre, bedeutet das, lass uns die Dinge so lassen, wie sie sind. Das ist überhaupt keine Option. Ich will mit Parteien arbeiten, die verstanden haben, dass wir einige wichtige Entscheidungen fällen müssen. Bei der Klimakrise, bei sozialer Ungerechtigkeit. Die Liberalen werden demnächst mit der Partei von Frankreichs Präsident Macron En Marche eine Fraktion bilden. Die wäre drittstärkste Kraft mit Ambitionen. Ich begrüße sehr, was Franz Timmermans gesagt hat, dass eine Koalition gebildet werden kann von jenen, die etwas tun wollen, von denen, die fortschrittlich handeln wollen, um Dinge zu ändern. Zu den Gewinnern gehören auch die rechtsnationalen und EU-kritischen Parteien, etwa in Frankreich oder Italien. Als wahren Europäer sieht sich dort Lega-Chef Salvini. Es ist an der Zeit für Europas Führer, unabhängig davon, ob links oder rechts, alte und überkommene Regeln zu überdenken, die Europa beschädigt haben. Sonst ist ein Ergebnis wie dieses kaum zu erklären. Morgen Abend treffen sich die Staats- und Regierungschefs, um zu sondieren, wer künftig welche Posten übernehmen könnte. Zudem müssen sie den Kandidaten für den EU-Kommissionspräsidenten vorschlagen. Der braucht danach noch eine Mehrheit im Parlament. Zum morgigen Treffen der Staats- und Regierungschefs jetzt Markus Preis live aus Brüssel. Die Frage, wer Nachfolger von Jean-Claude Juncker als Chef der EU-Kommission wird, könnte zu einem heftigen Streit in der EU führen. Doch die Staats- und Regierungschefs versuchen offenbar, den möglichst nicht öffentlich auszutragen. Deshalb werden sie beim Gipfel morgen hier in Brüssel wohl keine konkreten Namen nennen, sondern stattdessen Ratspräsident Donald Tusk beauftragen, den Streit möglichst verschwinden zu lassen in einem großen Personalpaket. Tusk soll in den kommenden Wochen in Gesprächen mit den europäischen Parteien und mit einzelnen Regierungschefs herausfinden, wen die sich als neuen Kommissionschef, als künftigen Ratspräsidenten und als EU-Außenbeauftragten vorstellen können. Dazu wird Tusk morgen Abend wohl Vorgaben bekommen, wie wichtig sind die Spitzenkandidaten, wie viele Frauen sollen dabei sein und soll bewusst ein Politiker aus Ost- oder Südeuropa berücksichtigt werden. Tusk stehen danach wohl heftige Einzelgespräche bevor. Die Hoffnung aber ist, dass seine Vorschläge dann als Ganzes und ohne Kampfabstimmung angenommen werden können beim EU-Gipfel im Juni. Zurück zu Jens Rieber. Zur Europawahl und ihren Folgen sendet das Erste einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Weitere Informationen etwa über Wahlergebnisse in anderen EU-Ländern finden Sie auf tagesschau.de. Ungeachtet des Europawahlsiegs der konservativen ÖVP ist Österreichs Bundeskanzler Kurz heute mit seiner Übergangsregierung gescheitert. Gemeinsam mit seinem Kabinett musste er sich einer Vertrauensfrage im Parlament stellen. Sie war von der oppositionellen SPÖ eingebracht und von der rechtspopulistischen FPÖ unterstützt worden und fand eine deutliche Mehrheit. Anlass für den Misstrauensantrag war der Bruch der Koalition nach dem Videoskandal um die FPÖ. Am Ende einer emotionalen Debatte ging es dann ganz schnell. Die Regierungszeit von Sebastian Kurz war nach 525 Tagen Geschichte. SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt stimmten mit einfacher Mehrheit für die Ablösung des ÖVP-Bundeskanzlers und seiner Minister. Mit versteinerter Miene nahm er das Votum zur Kenntnis. Während der Parlamentssitzung betonte die Opposition mehrfach, man habe kein Vertrauen mehr in seine konservative Regierung. Und anstatt die Unterstützung der Abgeordneten dieses Hauses zu suchen, haben sie sich entschlossen, den Weg alleine zu gehen. Der bisherige Koalitionspartner von Kurz, die FPÖ, kritisierte, statt Aufklärung der Verfehlungen aus dem Ibiza-Video wolle man nur die Kontrolle über die ehemals FPÖ geführten Ministerien. Dieser Griff nach der Macht ist widerlich. Das geht sich für uns nicht mehr aus. Vor seinen Anhängern startete Sebastian Kurz dann unmittelbar nach der Abwahl bereits den Wahlkampf für die Neuwahlen im September. Und ich gebe euch heute ein Versprechen. Die Veränderung, die hier vor 2 Jahren begonnen hat, die wird mit dem heutigen Tag nicht enden.
Begonnen hatte die Regierungskrise nach dem Auftauchen eines 2017 heimlich auf Ibiza gefilmten Skandalvideos. FPÖ-Vizekanzler Strache musste deshalb zurücktreten und in der Folge ging die gesamte FPÖ-Minister wieder. Der österreichische Bundespräsident muss nun zügig einen Übergangskanzler finden und mit der Regierungsbildung beauftragen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 28. Mai. Von den Alpen bis zum Bayerischen Wald regnet es in der Nacht und am Tag mitunter ergiebig. Ansonsten tagsüber eine Mischung aus vielen Wolken, teilweise kräftigen Schauern und sonnigen Momenten. Am Nachmittag muss örtlich mit Gewittern gerechnet werden. An den Küsten ist es trocken und meist freundlich. In der Nacht sinken die Temperaturen ab auf 14 Grad im äußersten Osten und Südosten, 6 Grad im Norden. Am Tag 10 Grad an den Alpen, im Raum Berlin bis 20 Grad. Um 22.15 Uhr in den Tagesthemen nach der Europawahl, wie Deutschland politisch weiter auseinanderdriftet und Österreichs Parlament stürzt Kanzler Kurz. Wie geht es in unserem Nachbarland nun weiter?